Und ein Heyo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Leute. Heute mache ich endlich mal wieder das Format weiter. Wenn ich einen Brawler sehe, endet das Video. Das könnte jetzt echt ein mega witziges Video. Und ich habe mir überlegt, dass ich das heute mit Piper mache. Ich weiß nicht, ob wir das Video schon mal hatten, aber ich mache es jetzt einfach nochmal. Ja, ich würde sagen, wen spielen wir? Komm, ich probiere nochmal Ems auf, oder? Ich spiele mal 8-Bit. So, also wie gesagt, wenn wir eine Piper sehen, endet das Video, Leute. Ich habe irgendwie echt Bock drauf, keine Ahnung warum. So, Runde startet. Wie gesagt, wenn wir eine Piper in der Runde sehen, dann endet das Video. Die Tara macht das jetzt hier schon mal nicht schlecht, aber sie war, glaube ich, zu offensiv. Okay, sie weiß nicht wirklich zu offensiv, aber sie hat sehr, sehr viel Schaden mitgenommen. Aber dafür hat sie halt auch... das ist sehr, sehr belastend, halt 8-Bit gegen einen Roboter ran zu müssen. Kann ich nichts machen, for real, kann ich nichts machen. Ich hätte auch nicht nach rechts laufen können, weil da halt auch noch der Daryl war. War belastend, naja, egal. Egal, GG, Leute, GG. Aber tut mir leid, dass heute erst zu spät ein Video kommt. Ja, ich probiere das auf jeden Fall nochmal zu verbessern. Da ist eine B. Das ist so belastend. Na, aber da haben wir jetzt hier den Superschuss gedodged. So belastend gegen eine B als 8-Bit. Du bist halt viel langsamer und kannst nicht so gut ausweichen. Und wenn du dann noch die Ult ab... Da kann man sehr, sehr schwer ja nur rankommen. Die B hat jetzt Pressure. Ja, sauber. Der Leon ist mir jetzt sogar egal. Er kann sich meinetwegen die Cubes gönnen. Macht sich halt unsichtbar, glaube ich. Ja, er hat sich safe. Bitte nicht, bitte nicht. Er hat sich unsichtbar gemacht. Ich bin tot. Ich bin so maximal tot. Da müssen wir jetzt reingehen? Hä? Ich hatte die Ult als Blockung. Egal, Leute, egal. Mann, ich hatte die Ult sogar hinter mir. Wie kann der Leon mich dann immer noch hitten, Leute? Na ja, egal. Okay. Da oben ist schon mal eine Nita und eine Rosa ist hier. Ich will mich da jetzt nicht einkesseln lassen, Leute. Die konnten wir gut hitten. Das war wichtig. Wir haben jetzt fast unsere Ult ready. Wir können uns jetzt hier diese zwei Cubes hier noch snacken. Wäre auf jeden Fall nice. Ja. Ja, haben wir alle. Let's go. Die zwei Cubes waren so wichtig. Wir konnten tatsächlich jetzt sogar nach oben gehen, weil da müsste noch die Rosa sein. Oh, die Rosa ist gestorben, scheinbar. Außer wir haben jetzt noch eine Rosa. Runde. Die Nita hat gerade Druck vom Roboter. Wir dürfen uns halt echt nicht hitten lassen. Das ist eigentlich ziemlich gut für uns bisher, die Round. Nita stirbt weg. Der Nani. Der ist jetzt die Sache. Die Penny. Aber die können wir leicht holen. Wenn wir jetzt optimal spielen, haben wir den Kill. Und ich save einen Cube. Und der Cube wäre wichtig. Boah, Digga, mein Aim ist so kacke. Nein. Ich bin One-Shot. Der Nani ist so belastend. Ich schwöre, sogar belastend. Die ist das safe, ja. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Mann, schade. Schade, Leute, egal, GG's. Nova plus 6 Pokale. Okay, let's go. So, wir starten die nächste Runde, Leute. Da ist eine Ems und ein El Primo. Dem El Primo, sage ich, ich kann mir sehr, sehr gut pressuren. Weil er ist halt ein Nahkampf-Brawler.
Und ja, da ich halt mit Range, das ist halt echt OP, muss man sagen. Vielleicht könnte uns der Boxer sogar die, was für Boxer, Dinge. Hier der El Primo, die drei Cubes, wäre auf jeden Fall nice. Okay, Brock hat einen El Primo geholt. Ja, die hat einen guten Laser bekommen. Der Brock rasiert anders. Okay, jetzt habe ich sehr, sehr krassen Pressure. Wenn jetzt der Roboter zu mir kommt, das ist so belastend. Ja. Ist der Roboter jetzt schneller als ich? Das habe ich irgendwie nie ganz verstanden. Nein, das ist so belastend. Ja, hol dir die Cubes für dich. Cool, Alter. Ich kann da echt nichts machen. Das ist so dumm, Alter. Das ist so dumm. Ich schwöre sogar, das ist so dumm. Das, Alter. Wenn man einfach so eingekettet wird, das so. Boah, ich hole mal. Nochmal eine Penny. Ja. Das ist so. Ja, die geht schon hier die Kiste. Die weiß, wie man es spielen muss. Außer sie macht jetzt die Kisten kaputt. Das wäre ein sehr, sehr großer Fehler. Die macht die halt kaputt. Das, und das ist jetzt ein Fehler. Wir haben jetzt hier offenes Schussfeld. Ja, die hat den Fehler gemacht und die Kisten zerstört. Das war ein sehr, sehr großer Fehler. Und die konnten wir dann halt ausnutzen und ihr sehr, sehr viele Hits geben. Womit sie sogar fast gestorben ist. Das ist halt echt ganz nice. Und jetzt hat die auch noch ein bisschen Zonendruck. Halt. Da müssen wir abstauben, bitte. Scheiße. Uldesatz. Wir haben jetzt keine Ult mehr. Wir müssen da jetzt ohne. Regenerier. Regenerier doch. Ja! Jetzt, let's go, Leute. Let's go, wichtig. Die hat zu offensiv gespielt. Die hat einfach zu offensiv gespielt. Holy shit. 8er 8-Bit. 8er Tick, sorry. Ja, ich bin tot, glaube ich. Nein. Wir können hier keine sein, Leute. Warum Supercell? Warum bekomme ich immer die Bots ab? Also die Roboter. Wow. Ich muss da meine Ult eigentlich. Ja, ich muss meine Ult. Kann ich nichts machen. Ich bin tot. Es ist so dumm. For real, dieses Game ist so dumm. So nice, Alter. Ich kotze, Alter. Ich kotze. Leute, jetzt mal. Mann! Wie belastend ist das? Mann, und ich hole auch noch den Tick und kann mir nicht die Cubes holen. Egal, Leute, egal, GG's. Auf der Map spielt irgendwie niemand Piper. Leute, ich schwöre, wer. Nicht teamen, nee! Oh, Leute, das war's dann mit dem Video. Piper am Killfeed, man kennt ihn. Ja, würde ich sagen, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da und ciao.